Mein Video über Thunfische in Norwegen hat ja ziemlich für Aufsehen gesorgt und vielen Dank auch für die Tipps, die ich dazu bekommen habe. Manche sind sich, glaube ich, da nicht im Klaren darüber, was sie überhaupt empfohlen haben. Zum Beispiel ist oft das Wort bzw. die Größe PE10 gefallen, also für geflochtene Schnurstärke Größe 10. Das ist ein Durchmesser von ungefähr 52 mm. Woher ich die habe ich nicht extra für das Video gekauft, sondern die habe ich allen Ernstes von einem Guiding-Gast auf Gran Canaria abgespult, weil der Angelgerätehändler in Deutschland ihm diese Schnurstärke zum Angeln auf Barracudas und Bonitos empfohlen hat. Also völliger Unsinn. Man sieht es auch, wenn man das Ganze umdreht. Ich weiß nicht, sind es 30, 40 Meter. Jedenfalls kam er mit einer 4000er Rolle an und 30, 40 Meter PE10. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Die Schnur an sich macht meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn, weil sie übersteigt die menschlichen Kräfte bei weitem. Diese Schnur hält ungefähr 45 Kilogramm im Knoten. Die kannst du nicht halten. Egal wie. Schon gar nicht, wenn du auf einem Felsen stehst. Und darum geht es ja. Nicht vom Boot, wo du das Ganze vielleicht noch in irgendeinen Halter stecken kannst und dich irgendwie retten kannst. Okay, und hast eine Big Game Route. Aber hält überhaupt das Material, mit dem wir am Ufer angeln, diese Kräfte aus? Das werden wir heute testen. Und dazu habe ich mir einen Probanden eingeladen. Da hinten das Auto. Und natürlich eine Route. Die Route hat mir ein Guiding-Gast überlassen. Das ist eine sehr, sehr billige Route von Mitchell, die Neuron. Ich glaube, die gibt es in einem Set mit Rolle für noch nicht mal 50 Euro. Die ist allerdings derart weich, dass sie wirklich eigentlich gar nicht für einen ambitionierten Angler zu gebrauchen ist. Das könnt ihr euch auch schon mal merken. Daran montiert ist meine Diversaltist 5000 und darauf werde ich gleich noch zusätzlich PE10 aufspulen und dann die Zerreißprobe machen. Um zwei Schnüre zu verbinden, verwendet man den Blutknoten. Den zeige ich hier gerade. Man legt sie über Kreuz. Ungefähr auf jeder Seite 7 Windungen. Kommt es nicht drauf genau an, auf die Zahl. Dann steckt man den Finger hier zwischen und wickelt weiter. Dann geht man mit der Schnur von einer Seite durch die Schlaufe und mit der anderen Schnur, wo ist sie denn, kommt man von der anderen Seite. So, sieht das aus. Die beiden Enden hält man fest und zieht man das Ganze langsam zusammen. Wenn ihr es richtig geknotet habt, stehen die beiden Enden auch entgegengesetzt ab. Die beiden Enden kann man ruhig ziemlich kurz abschneiden, so 2 mm etwa. Das hält dann völlig und zieht sich nicht mehr auf. Diesen Karabiner hier mache ich jetzt mit ein paar Loma-Knoten fest. Ich hoffe, dass dieser hier funktioniert mit der Schnur und mit diesem Teil. Der Paloma-Knoten ist so einer der stärksten, den man verwenden kann. Also Verbindungsknoten zu einem Karabiner. Knoten. Und dann das Ganze wieder da drüber. So, das Gerät ist präpariert. Und jetzt ist die Sache aber doch recht gefährlich. Das heißt, ich weiß selber nicht wirklich, was passiert. Davor sollte man sich schützen. Deswegen habe ich hier Handschuhe und einen Helm. Den sollte man tragen. A, dass man sich die Route nicht vor die Zifferblatt haut. Wobei ich dann noch erkläre, dass man halt auch den Winkel, wenn man halt einen wirklich schweren Fisch drillt, seitlich halten soll. Das weiß auch meine Tochter, die gerade hinter der Kamera steht. Weil sonst kann man sich nämlich ganz schnell eine selbst verpassen. Aber auch vor allen Dingen der Hinterkopf, nämlich die Schnellkraft, die entstehen kann, wenn man dann nach hinten ruckt, das ist natürlich dann gefährlich für den Hinterkopf, wenn man umfällt.
Die Bremse drehe ich jetzt richtig zu. Mehr geht nicht, sonst reiße ich noch die Schraube ab. Und dann gucke ich mal, ob ich auf das ziehen kann. Also das ist angeblich nur die 8 oder 10 Kilo, die Bremse hält, mein lieber Freund. Da geht schon wieder gar nichts. Okay, und jetzt geht's los, der Test. Wichtig ist, dass ihr die Route ein bisschen seitlich führt, also nicht so, weil sonst könnt ihr euch die wirklich direkt aufs Zifferblatt hauen. Handschuhe beim Angeln auf große Fische sowieso. Beim Angeln niemals so stehen wie an der Bordwand vom Boot, sondern immer versetzt stehen. Weil wenn du so stehst und die Schnur reißt oder irgendwas passiert, der Fisch schlitzt aus, dann knallst du nach hinten und je nachdem, wenn du auf dem Felsen oder sowas gerade stehst, dann haust du den Schädel ein. Also immer leicht versetzt stehen, dass du möglichst den Sturz abfangen kannst. Los geht's! Hier bricht ja gar nichts, das ist echt erstaunlich. Ne? Man sieht die Bremse von der Rolle, geht ganz leicht. Also das hätte ich der billigen Route nicht zugetraut, dass sie so viel hält. Aber ihr seht schon von dem Krafteinsatz, es ist nicht machbar für einen Menschen sowas auch nur eine Minute zu halten. Ich hab was gehört. Wie ich schon sagte, es ist nicht das Material, was das Problem ist, sondern du bist das Problem. Du hast nicht die Kraft dazu, die Kräfte umzusetzen, die möglich wären. Aber ich versuche es trotzdem noch weiter. Versuche mal die Spur festzuhalten. Schlecht, dann haue ich mir das Ding wirklich um die Ohren. Aha, irgendwas ist kaputt gegangen. Die Schnur. Allerdings ist die Schnur tatsächlich am Schnurfangbügel gerissen. Auch interessant, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Reibung war oder es einfach an dem Schnurfangbügel das Röllchen irgendeine scharfe Kante dran war oder ein Steinchen vielleicht. Jedenfalls ist da die Schnur dran gerissen. Interessant, mit dem Ergebnis hätte ich nicht gerechnet. So, jetzt machen wir nochmal die Gegenprobe mit PE3, also wesentlich dünner. Eben PE10, jetzt PE3. Das ist nun 28 mm, also ungefähr die Hälfte vom Durchmesser. Und mal gucken mal, was die hält und was hier zu Bruch geht. Auch da sieht man, das hält. Also PE3 ist ausreichend. Man sieht's. Okay, ist an Knoten unten gerissen, ein Paloma-Knoten. Ein überraschendes Ergebnis, finde ich. Also ich habe damit gerechnet, dass hier die Angel für im Set 50 Euro, also die Rute vielleicht für 30 Euro Materialwert, sehr schnell den Geist abgibt und bricht. Aber nichts da. Wahrscheinlich kann man da sogar einen Knoten reinmachen. Die ist so weich, die Rute, unkaputtbar. Was mich auch gewundert hat, ehrlich gesagt, ist, dass die Schnur am Schnurfangbügel gerissen ist. Aber da fiel mir ein, das habe ich schon in einigen YouTube-Videos gesehen, wenn große Fische gedrillt wurden, mit dicker Schnur gedrillt wurden, dass tatsächlich die Schnur am Schnurfangbügel gerissen ist. Eigentlich logisch, weil die Schnur verläuft hier in einem 90-Grad-Knick. Der ganze Zug, der geht über diesen 90-Grad-Winkel. Und sie wird praktisch nicht nur gezogen, sondern eben auch gequetscht, gedrückt dagegen. Der Druck. Und dann ist es so, dass die Schnur eben eine gewisse Dicke hat und die äußeren Fasern dann natürlich mehr
Zug unterliegen als die inneren Fasern, die am Röllchen liegen und wiederum gequetscht werden. Eigentlich logisch, die Erklärung. Das ist natürlich besonders problematisch, denn wenn das immer so ist bei dicken Schnüren, dass am Schnurfangbügel reißt, dann gehen natürlich da, je nachdem wie viel Schnur draußen sind, manchmal 200-300 Meter Schnur mit raus und der Fisch schwimmt damit rum. Dann ist es wirklich besser, dünnere Schnur und es reißt am Vorfach ab. Oder? Mein Rücken hat jedenfalls gewaltig darunter gelitten. Das kenne ich aber auch schon vom Rochendrill, dass man den Tag danach am... Das ist eine Krafteinwirkung, die eben auf Dauer überhaupt nicht haltbar ist. Die Bremse von dieser Rolle hat, wie gesagt, 10 Kilo. Gerade mal 10 Kilo. Stellt euch das vor mit einer Stella, die haben jetzt über 30 Kilo. Oder mit einer Diversal Tiger, die haben über 30 Kilo Bremskraft. Aber es ist halt wie mit einem Ferrari für 480 PS. Der Pimmel wird halt nicht größer. Und so ist es eben auch mit der Kraft. Ihr könnt 10 Kilo über den Hebel, könnt ihr nicht mehr drehen. Das ist unmöglich. Daher macht es eben auch nicht so wirklich Sinn. Naja, wir alle haben was gelernt, glaube ich, davon. Und gesehen, was so eine PE-10-Schnur hält, zieht eure Lehren daraus.